Der Krieg ist in seiner letzten Phase. Die Rote Armee steht kurz vor der ehemaligen Reichsgrenze. In den Morgenstunden des 8. November 1944 überfliegen 5 Männer die Front. Ihr Ziel liegt auf polnischem Gebiet, weit hinter den feindlichen Linien, am Fuße der Beskiden. Sie haben einen Auftrag auszuführen, den nur 2 von ihnen kennen. Georg, ein deutscher Kommunist, seit 1939 in der Sowjetunion lebend, und Boris, Oberleutnant der sowjetischen Aufklärung, Student für Maschinenbau aus dem Kaukasus. Dem Kommando gehören noch an Hauptmann Ernst, vor 12 Monaten mit den Resten seines zerschlagenen Bataillons übergelaufen, der Benjamin der Gruppe Heiner, ehemaliger Hitlerjunge und Pioniergefreiter, bei Kaluga in Gefangenschaft geraten, und der Pole Janek, der als Partisan in der Gegend von Lublin kämpfte. Bevor die Maschine ihr Ziel erreicht, wird sie beschossen. Die 5 Männer müssen über unbekanntem Gebiet abspringen. Georg wird dabei schwer verwundet und verliert die Verbindung zu seinen Freunden. So scheint der Geheimauftrag schon vor seinem Beginn gescheitert. Lass sein, Hauptmann. Komm her. Wir können weder vor noch zurück. Das ist ein System von Leitungen, die alle zusammenhängen. Eine richtige Falle. Das ist ein mir unbekannter Zug- und Druckzünder mit extrem feinem Auslösemechanismus. Erst die Verbindung zu den anderen lösen, Hauptmann. Bin schon dabei. Ist gleich soweit. Ernst! Ernst! Ernst? Hauptmann, hörst du mich?
Ich glaube, wir sollten das lieber lassen. Angesichts der bedrohlichen Situation an den Fronten. Überall, wo wir stehen, verläuft die Front. Auch hier. In Krakau. Auch hier. Dieses Haus ist vorderste Linie. Die einen liegen im Trommelfeuer und wir tragen hier unsere Haut zur Macht. Auch Sie, meine Gnädigste. Ich glaube, wir sollten doch lieber... Aber der Abend hat doch gerade erst begonnen. Sie kennt dich nicht, Georg. Wenn überhaupt jemand, dann wird sie Hauptmann Ernst erwarten. Ich kenne sie, das genügt. Sie wird misstrauisch sein. Sie braucht uns, wir brauchen sie. Ich werde also einen Weg finden. In einer Stunde gehe ich auf Empfang. Jannik und Heiner kommen nicht vor Tagesanbruch. Sollte es bei mir noch später werden? Keine Entscheidung bis zu deiner Rückkehr. Das ist es also. Kaum zu glauben, dass dies unser Ziel sein soll. Nach so langer Zeit. Endlich. Sieht so harmlos aus. Sanitätspark, Arzneimittelverwaltung. Ab und zu ein Lastwagen. Sonst nichts. Seit 2 Stunden hat sich nichts mehr gerührt. Außer dem Motorradfahrer. Ja. Dem dicken Feldwebel. Es ist überhaupt nicht anzusehen, dass alles unterhöhlt sein soll, wie ein Maulwurfshaufen. Mir will nicht ganz einleuchten, dass die paar tausend Namen, wenn sie überhaupt da drin stecken, den ganzen Aufwand lohnen. Da sind nicht nur Namen, Heine. Hinter jedem Namen steht eine ganze Gruppe mit Waffen, Schlupfwinkeln, Funkgeräten, genauen Anweisungen, militärischer Ausbildung und Kenntnissen. Diesen Spionen müssen wir das Maul stopfen. Ihre Aufgabe ist schwer, Genossen. Sie ist sehr schwer. Sie ist nicht entscheidend für den Ausgang des Krieges. Denn unser Sieg steht fest. Aber je schneller Sie den Auftrag durchführen, desto weniger Verluste wir haben. Leben ist kostbar. Weniger Blut wird fließen. Ein Deutscher. Ein Russe. Und ein Pole. Haltet zusammen wie Brüder. Kämpft an der geheimen Front, wie Tschechisten kämpfen. Lasst euch gegenseitig nie im Stich. Die Waffenbrüderschaft ist das Band, das euch umschließt. Jetzt und immer. Tausenden. Und aber tausenden Genossen können wir dadurch das Leben retten. Man müsste da rein. Ausräumen, diese Pesthöhle. Georg und Boris werden bestimmen, was geschieht, mein Lieber. Gib Ruhe. Dann lass uns doch wenigstens näher an die Straße rangehen. Sie verheimlichen mir etwas, Renate. Warum sind Sie so misstrauisch, Obersturmbannführer? Ich weiß weder von, noch etwas über Wadowitz. Hm. Finden Sie es nicht merkwürdig, dass es in Wadowitz einen Sanitätspark gibt und dass gleichzeitig ein als Sanitätsfeldwebel verkleideter SS-Offizier oder auch umgekehrt heimlich bei Hauck aus- und eingeht? Wenn Sie etwas wissen wollen, dann fragen Sie doch den Standartenführer selbst. Auf allzu direkte Fragen gibt es selten direkte Antworten. Besser wäre schon der Umweg über Sie.
Eine Art Vertraute meines sehr geschätzten Kameraden Haug. Wie wäre es denn mit dem normalen Dienstweg, Obersturmbannführer? Ich habe den Auftrag, nicht zurückzulassen, was lebenswichtig ist. Der Krieg ist in einer Phase, die auch sonst verdienstvolle Männer dazu verleiten könnte, eigene Wege zu suchen und schließlich auch zu gehen. Kontrolle ist angebracht. Behutsam und nachsichtig. Zurückführen auf den rechten Pfad. Die Bibel ist voll davon. Der verlorene Sohn, das verirrte Schaf, die reuige Sünderin Maria Magdalena. Sie wollen doch damit nicht sagen, dass Standartenführer Haug... Doch, das will ich. Ich nehme es sogar an. Daher Ihr Auftrag. Dafür brauchte ich Sie. Schöne Augen sollten Sie machen. Seine Zuneigung ausnutzen. Das kann doch nicht schwer für Sie sein. Reine Routine. Ein bisschen Selbstüberwindung. Mit dem Blick auf den Erfolg. Ich habe mich doch getroffen mit ihm. Auf Ihre Weisung. Was verlangen Sie denn noch von mir? Dass Sie mit ihm schlafen! Herrgott, noch einmal! Dass Sie ihn ausnehmen dabei! Wissen Sie, was Sie da von mir verlangen? Natürlich! Das wird Ihnen nicht allzu schwer fallen. Wollen Sie doch auch mit anderen heimlichen Heuschubern herumkriechen! Kommen Sie hierher. Haben Sie keine Angst. Wer sind Sie? Sie sind Renate Wiesner. Bussard 5, Kennwort Klaus. Sie kommen von Hauptmann Ernst. Sie können sich mir ruhig anvertrauen. Mir bleibt gar nichts anderes übrig. Ich bin in Gefahr. Ich habe Material, das mir den Tod bringt, falls es entdeckt wird. Und nicht nur mir. Was ist es? Der detaillierte Plan Wüstenbrand. Über die Zerstörung des Landes beim Rückzug der Faschisten. Der Hauptmann hat mir versprochen, das Material weiterzuleiten, wenn ich nicht kann. Der Hauptmann hat recht. Geben Sie her. Der Hauptmann interessierte sich für Wadowitz. Anscheinend ein Losungs- oder Zauberwort, das in gegenseitigem Misstrauen sowohl bei Flint als auch bei Haug immer wiederkehrt. Ein Sanitätsfeldwebel, dick untersetzt, spielt dabei eine Rolle. Mehr weiß ich nicht. Bringen Sie es an die richtige Stelle. Wahrscheinlich sicherer als irgendjemand. Ich muss noch zum Heuschober darüber. Das brauchen Sie nicht. Ich habe das Fahrrad und das Funkgerät in Sicherheit gebracht. Kaum waren Sie gestern Abend weg, da tauchten Flint mit Spürhund und Begleitung auf. Sie haben nichts gefunden. Außer Ihrer Spur. Ja, jetzt begreife ich. Sie hatten mich beobachtet nach dem Gespräch mit dem Hauptmann. Ja, zu Ihrer Sicherheit. Und wie sich herausstellte, auch zu Ihrem Glück. Was haben Sie aus dem Heuschober geholt? Fahrrad und Funkgerät. Dann muss ich noch mal rüber. Dort liegt noch meine Lanzeruniform. Eine Wurfantenne und das zweite Codebuch. Warten Sie, das mache ich. Muss ich selbst hin, steckt an verschiedenen Sie Stellen im Heu. Sie dürfen nicht mehr zu Ihrer Dienststelle zurück. Wo soll ich denn hin?
Wir bringen Sie in Sicherheit. Seien Sie unbesorgt. Dort warten Sie das Ende ab. Sie haben geholfen, es zu beschleunigen. Nun sollen Sie es auch erleben. Ich kann nicht weg. Ich muss zurück. Ich werde mich schon herausreden. Sollen Sie eben glauben, dass tatsächlich ein Liebhaber mich im Heuschober erwartete? Ach, bevor ich es vergesse. Hauk hat chiffriert einen Fotografen aus Berlin bestellt. Ich kenne keinen Zusammenhang, aber auch hier fiel der Begriff Wadowitz. Auf dem Zettel stehen Name des Fotografen und die Ankunftszeit. Er soll sich in der Burg bei Hauk melden. Vielleicht kann der Hauptmann etwas damit anfangen. Beeilen Sie sich. Ich erwarte Sie hier. Falls Sie etwas suchen, hier ist es. Eine Lanzeruniform für Ihre Größe, eine Wurfantenne für ein Sendegerät und ein Codebuch zum Verschlüsseln von Funksprüchen. Oder wollen Sie bestreiten, dass dies Ihr Eigentum ist? Damit lasse ich Sie baumeln. Am Fleischerhaken. Wie die Führerattentäter. Fassatilla, fass! Tempo! Fassatilla, fass! Fassatilla, fass! Fassatilla, fass! Abführen die Frau. Und Sie sichern die Beweisstücke, Bade, und lassen dann den Toten abtransportieren. Jawohl, Obersturmbannführer. Das kann der dicke Feldwebel sein, der zurückkommt. Da sitzt doch noch jemand hinten drauf. Offiziersmütze, Pelzkragen hochgestellt, dass so einer auf dem Socio sitzt bei der Kälte? Ist gut, Unteroffizier. Die Maschine bleibt fahrbereit. Jawohl, Herr Feldwebel. SS-Mütze. Und wer sich's leisten kann, ohne Schulterstück und Rangabzeichen rumzulaufen, muss ein ganz hoher sein. Wird also möglicherweise was in Gang gesetzt da drin? Mensch, Janek, ich hab's. Das ist überhaupt die Idee. Ich will mal näher ran. Vielleicht verstehe ich was. Ihr seid schon 4 Stunden überfällig. Differential war gebrochen, mussten auf Ersatz warten und austauschen. Mach den Laden auf, wir müssen heute Nacht noch zurück sein.
stoß rückwärts an die Rampe. Na ja, ist ja schon gut. Ich weiß von der Panne. Das Lazarett hat angerufen. Los, schnell rauf mit den Klamotten. Der Gefreite wartet schon. Ihr müsst dann schnell wieder runter vom Hof. Scheint hoher Besuch da zu sein. Ich habe doch ausdrücklich befohlen, dass bei Dunkelheit keine Transporte durchgeführt werden. Jawohl. Sofort einstellen. Der Wagen soll morgen früh wiederkommen. Führen Sie den Befehl aus! Na los, aufsitzen, abfahren. Melden Sie sich morgen früh wieder. Warum das? Na, das wird Knatsch geben, wenn das Zeug nicht rechtzeitig eintrifft. Kein Widerspruch. Verlassen Sie sofort das Gelände. Zieh schnell die beiden Schrauben beim neuen Differential ein, ja. Sonst fliegt die Klamotte noch auseinander. Na los, macht hin. Ich hol mir doch nicht noch einen Anschluss ab euretwegen. Stand dabei. Keine 30 Meter. Untätig. Konnte nicht helfen. Durfte der Frau nicht helfen. Erst ernst dann dieses Mädchen. Es konzentriert sich alles auf das Objekt in Wadowitz. Diese Aufzeichnungen sind sehr wichtig. Ich weiß, dass es unseren Leuten gelungen ist, zwei Ordonnanzen zu der Konferenz in die Burg einzuschleusen, die alles gehört haben, was Flint sagte. Aber diese Blätter sind eine gute Präzisierung zur Verhinderung des faschistischen Planes. Ich werde alles an die Leitung weitergeben, wenn du einverstanden bist, Georg. Ja. Je schneller das geschieht, desto besser. Wenn du jetzt nach Wadowitz fährst, zu Heiner und Janek, man musste erkunden, ob man in das Objekt von zwei Seiten eindringen kann. Vom Schacht und von außen, aber ohne Lärm, unbemerkt. Ja. Und dann ist hier noch dieser Zettel wegen des mysteriösen Fotografen. Ich weiß, Auftrag ist Auftrag. Ich will auch nicht fragen, aber man müsste etwas tun für dieses Mädchen. Unbedingt. Wir haben ja längst auch in Flints Sonderstab Wilitschka unsere Küchenhilfen, die uns Nachrichten übermitteln. Kleine Mosaiksteine. Aber ihre Bewegungsfreiheit ist begrenzt. Ich fahre mit Hanka nach Wilitschka.
Na los, mach Platz, verschwinde. Es hat mir zu denken gegeben, was Sie mir neulich sagten, Standartenführer. Was, Beisel? Dass wir hier einen Schatz behüten, der kostbarer ist als der Heilige Gral im Parsival. Und dass dieses Material so viel Explosivkraft hat, wie Hunderttausende von Tonnen Dynamit. Das hat es wahrlich, Beisel. Und mehr. Da habe ich gestern früh, obgleich von da so gut wie gar keine Gefahr drohen kann, noch die alten verfallenen Seitenstollen gesichert. Mit Stolperminen. Nach einem System, das ich mir selber ausgeknobelt habe. Todsicher. Das beruhigt mich. Höchste Sicherheit bis zur letzten Minute, Beisel. Auch wenn wir hier unsere Zelte bald abbrechen. Denken Sie aber daran, dass wir die Stollen noch als Unterschlupf und Operationsbasis brauchen. Wenn wir hier zeitweise überrollt werden. Legen Sie diese Dossiers beiseite. Die wollen wir in der Burg noch einmal gesondert durcharbeiten. Es kann sein, dass Sie mit diesen Männern in nächster Zeit in persönlichen Kontakt treten müssen. Das sind die Mitarbeiter des alten Geheimdienstapparates? Und gleichzeitig die Keimzellen eines künftigen Abwehrstabes, der für uns arbeitet. Das ist ein Kapital, mit dem wir nicht klug und sorgsam genug umgehen können, Beisel. Thank you.
runter, dann außen am Gebäude entlang aufs Dach. Gleich sind wir da. Die Idee kam mir, als ich in Gedanken nochmals die Skizze durchging, die ihr gemacht hattet, Boris und du. Wenn die so tief in der Erde hocken, müssen sie etwas haben, das die verbrauchte Luft absaugt. Luftschacht oder Exhauster. Da bemerkte ich, dass jedes Mal nach 3 Rundgängen die Posten sich eine Minute da hinten verdrückten. An einem Blechgestell, das bis auf das Dach da drüben raufragt. Und noch drüber raus. Da kam mir die zweite Idee. Die wärmen sich die Pfoten an der verbrauchten Luft, die abgesaugt wird. Ganz einfach. Man kann sich mit Händen und Füßen an den Verbindungseisen halten beim Klettern. Ich war schon fast 20 Meter unten. Da habe ich Angst gekriegt. Wenn einer oben zumacht inzwischen, dachte ich, bist du verschollen. Dann bin ich wieder hochgeklettert. War richtig einer. Verlegen. Hängt das mit einem eventuell bevorstehenden Angriff der Russen zusammen, dass wir verlagern sollen? Standartenführer? Möglich, beide. Kann schon sein. Dann ist es vielleicht gar nicht mehr so sicher. So bombensicher, dass wir den Krieg... Ich meine, dass wir den Endsieg... Sie meinen, ob wir den Krieg verlieren könnten? Ich meine, dass wir unter gewissen Umständen... Wie können Sie so etwas nur glauben? Beisel. Wir werden gewinnen. Wenn nicht heute, dann morgen. Wenn nicht diesen Krieg, dann den nächsten. Wenn nicht mit unseren jetzigen Verbündeten, dann mit deren Nachfolgern. Gewinnen werden wir. Irgendwann. Und dann müssen wir auf unseren Plätzen sein. Auf den Plätzen, die uns zustehen, die uns gebühren, die wir beanspruchen. Beisel. Und wo ist unser Platz? Standartenführer? Der Auftrag bestimmt Ihren Platz, Beisel. Wir verlegen nicht, wie Sie irrtümlich annehmen, sondern wir bleiben. Wir bleiben im Rücken des Gegners. Als kluge Laus im zottigen Fell des russischen Bären. Das heißt nicht ich, Sie bleiben. Als Verwalter, als Bevollmächtigter für unseren Schatz, die Registratur. Dachte ich mir. Daher die getarnte Zivilunterkunft bei meiner Tante in Velitschka. Sie bleiben als erster Stellvertreter des Hauptresidenten für die Bezirke Ukraine, Mittel- und Südpolen sowie Ungarn. Ist das eine Ernennung? Das ist schon die Bestätigung. Und gleichzeitig die Beförderung vom Obersturmführer zum Hauptsturmführer der SS, dessen Bezüge während seiner Abwesenheit im Rücken des Feindes
In doppelter Höhe. In Berlin. Oder anderswo deponiert werden. Na, ist das was, Hauptsturmführer? Mhm. Das wäre schon was, Standartenführer. Und der Hauptresident, mein Chef, kommt danach? Der kommt danach, richtig, Beisel. Und der sind Sie, Standartenführer. Ich wusste es, Beisel. Sie sind keiner von den wenig Dummen. Sie und ich, Beisel, werden zu Schlüsseln für eine wichtige Geheimtür, die Durchlass gewährt. Unkontrollierten Durchlass. Von West nach Ost. Zu goldenen Schlüsseln werden wir. Wer durch diese Türe will, kann es nur mit unserer Hilfe. Er muss an uns vorbei. Sie werden einem Feind gegenüberstehen, der keine Gnade kennt. Sie werden einen Gegner haben, dessen Grausamkeit ist ohne Grenzen. Und was das Schwerste sein wird für Sie, er wird Ihre Sprache sprechen. Sprache von Ihrer Mutter und Ihrem Bruder. Er wird aus Ihrer Heimat stammen. Aus Ihrem Land, aus Ihrer Stadt und vielleicht sogar aus Ihrem Haus. Und er wird sein Ihr Todfeind. Ein Feind, der Sie töten will. Ein Feind, den Sie unter Umständen auch töten müssen, ohne Mitleid. Wir haben uns freiwillig zu diesem Auftrag gemeldet. Unsere Ausbildung ist gut und solide. Was wir tun konnten, um uns vorzubereiten, haben wir getan. Jetzt ist nur noch ein Wunsch. Den Auftrag auszuführen und zu beweisen, dass es auch andere Deutsche gibt als die Faschisten. Ich habe auch einen Wunsch, Drusia. Ich wünsche euch Glück und will euch alle wiedersehen. Alle nach dem Kampf. Das ist letzte Essen heute. Wie heißt? Henkers Mahlzeit! Wenn wir von den Russen überrollt werden, wird die große Registratur zu einer enormen Belastung. All dies wird auch in wenigen Tagen Makulatur sein. Verbrauch nicht mehr nötig, überflüssig. Es wandert dahin, wo wir alles gelassen haben, was überflüssig war. In den Schacht. Und vorher wird alles fotografiert. Jedes Dossier dreimal. Das ganze Archiv passt dann in einen Koffer mittlerer Größe. Das wären also drei Koffer voller Filmnegativ. Geordnet nach Sachgebieten, genau wie hier. Geniale Idee. Ein Koffer würde sicher bei mir bleiben im Versteck. Der zweite zum Reichssicherheitshauptamt nach Berlin. Zur Verfügung des Reichsführers SS Himmler. Und der dritte Koffer? Der dritte Koffer bleibt zu meiner Disposition. Sobald der Fotograf fertig ist, bringen Sie mir meinen Koffer in die Burg zum Dienstzimmer. Halt! Den dritten Koffer hole ich mir wahrscheinlich selbst ab. Hier unten. Bei Ihnen. Jawohl, Chef. Den Fotografen habe ich aus Berlin angefordert. Er meldet sich mit seiner Legitimation morgen um 16 Uhr bei mir in der Burg. Sobald ich ihn instruiert habe, übernehmen Sie den Mann und bringen ihn zu seiner Arbeit hierher. Bis hier nicht alle Spuren beseitigt sind. Keine Sekunde Sorglosigkeit, Beisel. Ich wäre beruhigt und könnte besser disponieren, wenn ich wüsste, wo die potenziellen Feinde sitzen. Es gibt einen, der uns mit seiner aufdringlichen Neugierde gefährlich werden könnte. Flint. Obersturmbannführer Flint.
Stehen Sie auf. Der Obersturmanführer will mit Ihnen sprechen. Haben Sie meinen Vorschlag überlegt? Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich werbe nicht um Sie. Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor, zu beiderseitigem Nutzen. Ich rette Ihnen das Leben. Wenn Sie mir sagen, welcher Gruppierung Sie angehören. Ich habe allein gearbeitet. Lüge. Keiner von euch arbeitet allein. Alle sind miteinander verflochten, eingewebt in den großen Teppich, den ihr uns als Leichentuch zugedacht habt. Verbohrt, verblendet, vernarrt. Und in diesem beschränkten Fanatismus seid ihr sogar bereit, mit den schlimmsten Feinden Deutschlands gemeine Sache zu machen, euch zu verbünden mit dem Abschaum Europas. Ich bin bereit, vieles zu vergessen und die Verantwortung für sie auf meine eigene Kappe zu nehmen. Mehr noch. Ich lasse Sie frei. Sie arbeiten weiter wie bisher für die Leute. Niemand erfährt etwas. Sie brauchen nur einige Fehlinformationen weiterzugeben, die ich Ihnen liefern werde. Alles. Wissen Sie, was ich glaube, Renate? Dass irgendein Schuft Sie infam irregeleitet und verführt hat. Wenn hier von Schuft die Rede sein kann, dann nur von Ihnen und Ihresgleichen. Gehen Sie mir aus den Augen, bevor ich mich zum zweiten Mal vergesse und hinreißen lasse. Letzte Chance. Sagen Sie, was Sie wissen. In einigen Stunden sind Sie auf dem Wege nach Berlin. Sie sind dann aus meiner Obhut. Und Ihr Schicksal entgleitet meinen Händen. Den Rest besorgen der Volksgerichtshof und der Henker. Sobald es dunkel ist, um 17 Uhr ist der Gefängniswagen von der Burg hier. Sie sorgen für den Abtransport. Unauffällig. Der Wagen mit der Zelle kann im Hof rückwärts an die Außentür heranfahren, damit es auch bei uns im Stab kein Aufsehen macht. Sie packen ein paar Utensilien der Gefangenen ein, Waschzeug, Wäsche etc. und begleiten sie bis Berlin. Papiere holen sie bei Obersturmführer Bader ab. Sie haften mir mit ihrem Kopf für die Frau und benachrichtigen mich telefonisch nach Ablieferung im Reichssicherheitshauptamt. Persönlich. Ist das klar? Alles klar, Obersturmanführer. Hm. Der dicke Feldwebel ging in Wiedeczka Hermannsgasse in das Haus Nummer 9. Er kam in Zivil aus einer kleinen Kneipe, die nur von Einheimischen besucht wird. Später kam er Sanitätsfeldwebel wieder über den Hof raus. Er hat den Kragen hochgestellt und verdrückte sich schnell in die Seitengasse, wo sein Motorrad stand. Damit fuhr er weg. Hermannsgasse Nummer 9. Er ging hoch bis unter das Dach. Letzte Wohnung. Gut, Heiner. Hier sind deine Marschpapiere, frisch abgestempelt. Wir bringen dich bis zum Vorortbahnhof Sabiaschow. Der FD-Zug aus Berlin hält dort genau 50 Sekunden. Du steigst ein und in den 7 Minuten bis Krakau musst du den Mann ausfindig machen und dich an ihn ranhängen. Er ist Sonderführer und heißt Wagner. Es gibt im ganzen Zug nur einen Wagen erster Klasse. Dort muss er zu finden sein. Wenn wir ihn verpassen und er sich erst in der Burg bei Hauk gemeldet hat, ist es zu spät für uns.
Er ist nicht da. Vor 3 Stunden ist er wieder weggegangen. Wer ist noch hier? Niemand. Sie können ruhig nachsehen. Hier ist seine Kammer. Ist er in Uniform gegangen? Er wechselt immer. Zivil und Uniform. Ich verstehe das auch nicht. Bestimmt eine seiner Schweinereien. Ich war immer für das Reich, aber er bescheißt das Reich. Wie soll man das anders sehen? Ich sage immer, es wird noch einmal ein schlechtes Ende nehmen mit dir. Da drin hat er den Cognac versteckt, aber er hat den Schlüssel mitgenommen. Wenn ich ran könnte, würde ich Ihnen ein Gläschen anbieten. Sie haben wohl keinen Schlüssel? Nein. Außerdem bin ich im Dienst und trinke nicht. Halt, vielleicht doch. Mal sehen, ob einer von denen passt. Jahrelang hat er nichts von sich hören lassen. Dann hat er sich bei mir einquartiert. Du machst mir Vorschriften. Mm-mm. Er ist wie sein Vater war. Eigensinnig, egoistisch und starkköpfig. Aber schlau. Dort, im Dachkasten, hat er Sachen versteckt. Ein Revolver mit Kugeln und so ein blitzendes Kästchen hat er eingewickelt in seine wollene Unterhosen. Und auch noch andere Sachen. Orden und so. Was geht's mich an? Ich sag immer, ich stehe schon mit einem Bein in der Grube. Ich will keinen Sex mit der Behörde und nicht mit der Wehrmacht. Ich will meinen Frieden. Sie können ihm ruhig sagen, dass ich hier war. Wo denken Sie hin? Ich halte mich da raus. Ich sage nichts, kein Sterbenswärtchen. Er sagt, er will hier bleiben, wenn die Deutschen weg müssen. Er sagt, es ist seine Heimat. Der hat sich nie um Heimat gekümmert, der nicht. Der Zug pünktlich ist, fährt er in 1 Minute ein. Krakau, Hauptbahnhof. Weiterfahrt in Richtung Bochnia, Tarnow auf Bahnsteig D. Hoffentlich hat Heiner den Mann gefunden. Davon bin ich überzeugt. Entschuldigen Sie, hoffentlich ist mein Stativ nicht zerbrochen. Bitte eine Spende, meine Damen. Das hätte leicht schief gehen können, Kamerad. Ich bitte um Entschuldigung. Darf ich Ihnen helfen, Herr Sonderführer? Ja, bis zum Ausgang. Aber bitte vorsichtig mit dem Koffer, nicht anstoßen. Ich habe übrigens heute schon genug Pech gehabt. 6 Stunden habe ich gestanden, weil im Waggon der ersten Klasse alles besetzt war.
Wie komme ich von hier zur Burg? Jede halbe Stunde fährt ein Wehrmachtsbus auf den Wawel. Ich fahre auch mit. Ja, bitte. Danke. Was geschieht anschließend mit dem Fotografen? Dasselbe, was mit der Registratur geschieht. Makulatur. Ich habe den Mann für meine Dienststelle angefordert. Er ist mir zugeteilt worden. Und wird in Berlin nicht mehr vermisst werden. Habe verstanden. Herr Sonderführer Wagner? Das bin ich. Sie holen mich wohl ab? Oberfeldwebel Hagen. Ich soll Sie um 16 Uhr zu Standartenführer Haug bringen. Das ist richtig. Schönen Dank, Gefreiter. Tun Sie mir einen Gefallen, Oberfeldwebel. Sicher, Herr Sonderführer. Können wir den Gefreiten mit zur Burg nehmen? Er hat mir so nett geholfen. Mach dich aber klein, mein Junge. Jawohl, Herr Oberfeld. Wir haben noch genügend Zeit, Herr Sonderführer. Ich bringe Sie zuerst bei Ihrem Quartier vorbei. Danke. Der Fotograf ist gekommen, Standartenführer. Bitte. Sonderführer Wagner, wie befohlen zur Stelle.